fürchtet sich nicht, sie geht ganz nah ran, sie schaut ihnen ins Gesicht, sie lockt sie mit Tricks, gewinnt ihr Vertrauen. Und manchmal wird's auch nichts, doch irgendwann klappt es dann. Anna und die wilden Tiere, Anna und die wilden Tiere, Anna und die wilden Tiere, geht ganz nah ran, ganz nah ran. Hallo Leute, ich bin heute hoch oben in den Alpen unterwegs. Denn die Kerlchen, die ich heute treffen möchte, die mögen eins überhaupt nicht. Und das ist Hitze. Nicht, dass ihr denkt, dass ich verrückt geworden bin. Ich versuche gerade Kontakt aufzunehmen zu den Tieren. Und wenn ihr das Pfeifen hört, dann wisst ihr vielleicht schon, um wen es geht, oder? Genau, um Murmeltiere. Dieses Pfeifen, das soll jetzt bedeuten, hallo, hier ist Anna, wo seid ihr denn? Aber ich merke schon, es funktioniert nicht so richtig. Macht aber nichts, denn ich treffe heute den Herbert. Der kennt sich richtig gut aus mit Murmeltieren und der kann mir bestimmt ein paar Tipps geben. Für euch gibt's die ersten Infos. Es gibt 14 verschiedene Murmeltierarten. Das bekannteste ist das Alpenmurmeltier. Es lebt hoch oben in den Bergen, wo es schön kühl ist. Hitze vertragen die Nager gar nicht. Sie können nicht schwitzen und haben zudem ein dichtes Fell. Sie würden schnell einen Hitzschlag erleiden, wenn es zu heiß würde. Deshalb leben sie in den Alpen meist oberhalb der Baumgrenze. Hier ist es kälter als weiter unten. Murmeltiere haben ihr Zuhause unter der Erde. Dort sind sie vor Feinden geschützt. Und gegen Mittag, wenn es zu heiß wird, suchen sie meist Schutz in ihrem kühlen Bau. Der schlimmste Feind ist der Steinadler. Murmeltiere sind wachsam und ständig auf der Hut. Sie warnen sich gegenseitig mit Pfiffen, wenn Gefahr droht. Manchmal liegt ein Murmeltier in der prallen Sonne. Allerdings nicht, um sich aufzuwärmen, sondern um Parasiten wie Zecken loszuwerden. Die vertragen das UV-Licht der Sonne nicht. Das ist der Teil des Lichts, der uns braun werden lässt. Einen Hitzschlag bekommt das Tier nicht, weil es platt auf dem kühlen Boden liegt. Das Murmeltier ist das drittgrößte Nagetier Europas, nach dem Stachelschwein und dem Biber. Heute geht's ins Gebirge, nach Österreich in die Nähe des Großglockners. Hier gibt es ein großes Naturschutzgebiet, in dem viele Alpenmurmeltiere leben. Zuerst schaue ich bei Herbert vorbei. Hallo Herbert! Hallo Anna! Oh. Cool, wen hast du denn da dabei? Das ist Miri, mein Weibchen. Und das auf der Schulter ist der freche Moritz. Miri und Moritz, Miri und Moritz Murmeltier, das passt ja gut. Ja, hallo! Oh, darf ich da mal so drüber streicheln? Ja, oder auf jeden Fall. Ui. Das Miris Weibchen ist noch ein bisschen schüchtern. Ja. Sie ist erst ein Jahr alt. Ein Jahr alt und wie alt ist Moritz? Moritz ist schon 2 Jahre. 2 Jahre alt? Ja. Sag mal, wie sind die denn zu dir gekommen? Warum hast du die denn? Na, weißt du, Anna, ich bin ja schon seit meinem 12. Lebensjahr hier am Berg, als Junge schon. Und meiner Freizeit war ich im Gelände und habe mich schon für die Murmeltiere interessiert. Und irgendwann kam es, dass ich so ein verletztes Findelkind aufgezogen habe. Oh, okay. Hat mich immer mehr interessiert. Und dann war es so, irgendwann war ich der Mankaiwirt. Ja. Mankaiwirt? In Bayern und in Österreich sagt man Mankai anstatt Murmeltier, gell? Ja. Sag mal, was macht Mary denn jetzt hier bei dir? Mary spielt immer ein bisschen. Ich habe sie ja, wenn sie ganz klein sind, als Baby mit 3 Wochen auch in der Jacke aufgezogen, nach einem Flascherl geben, dass sie hier die Wärme, meinen Pulsschlag fühlen und so. Und das hat sie sich angewöhnt, dass sie einen Schutz in der Jacke, und neugierig ist sie doch. Sie probiert irgendwie einen Gang da zu graben und dann will sie doch immer wieder rausschauen. So klein war Moritz, als er zu Herbert kam. Damals war er gerade mal 5 Wochen alt, total verspielt und schon ziemlich frech. Ruhig war er nur, wenn er sein Fläschchen getrunken hat. Sein Ziehvater hat das kleine Murmeltier regelmäßig gewogen, um zu sehen, ob es auch ordentlich zunimmt.
Doch das hat Moritz nicht so gut gefallen. In Herberts Jacke hat er sich immer dann versteckt, wenn er müde wurde und kuscheln wollte. Denkst du denn, es wäre möglich, dass ich auch mal so ein Murmeltier halten kann? Ja, Miri ist noch nicht so schwer und sie ist auch leichter, pflegeleichter. Also musst die Jacke zumachen, dass die Krallen sind doch ein bisschen scharf. Okay. So, ja, dann versuchen wir, dass du es mal halten kannst. Gut. So, Miri. Ups. Ja, ein bisschen Schwung, einfach hinten okay. Ein bisschen. Schau, jetzt kann man das Fell anschauen. Oh ja. Ist ganz weich. Wahnsinn. Oh, die ist ja viel schwerer, als ich dachte. Ja. Wow. Ja, ja. Die will jetzt... Ja, sie weiß, dass ich da bin. Es ist jetzt schön. Die kennt natürlich meinen Geruch nicht, oder? Ja, das ist jetzt erstmal auch ein bisschen seltsam für sie. Ja, sie ist neugierig. Ist mindestens genauso aufgeregt wie ich. Ups. Und will lieber wieder zu dir. Oh, jetzt habe ich gerade mal die Krallen gespürt. Die sind ja ganz schön lang und scharf. Meinst du, ich kann die Krallen mal sehen? Ja, wir versuchen es, Anna. Schau, bei Moritz... Jetzt sehr gut, schau. Oh ja. Hat viel längere. Man sieht auch deutlich, dass die vorne 4 Zehen haben. Stimmt, die haben nur 4 Zehen. Die haben nur 4. Der Daumen hat sich zum Ballen zurückgebildet. Wegen den Grabungsarbeiten, dass das wie eine Backerschaufel wirkt. Da würde der Daumen ein bisschen stören. Ja klar, also mit 4 Zehen kann man natürlich besser schaufeln und graben als mit 5. Das stört irgendwie immer was. Ja. An der Hinterpfote haben Murmeltiere 5 Zehen. Mit denen schleudern sie beim Graben Erde und kleine Steinchen aus dem Loch heraus. Sie haben sehr, sehr lange, auffällige Zähne. Ja, die Jungtiere bis einem Jahr sind sie noch relativ hell weiß. Ganz klein sind sie ganz weiß. Und dann durch die Grünsachen essen und so färben sie sich richtig orange. Kann man bei Moritz sehen. Moritz sieht ja momentan witzig aus. Ja. Er hat einen Zahn abgebrochen, weil er so umfetzt immer. Oh. Aber bei den Murmeltieren, die haben ja einen riesen Vorteil, wachsen ewig nach. Ach so, weil es ja Nagetiere sind, oder? Das heißt, die Zähne wachsen immer weiter? Ja. Der Zahn geht hinter den Kiefer rauf, richtig lang, so gekrümmt, und schiebt immer einfach nach. Man kann bei Moritz, das ist natürlich ein bisschen schwierig, auch sehen, dass, so wie jetzt, ein Zahn, und der ist natürlich schon spitz und scharf, gell? Und der andere Zahn kommt aber schon nach. Das ist ja Wahnsinn. Kann man da oben sehen. Aber sie benutzen die Zähne auch, die sind sehr hart, auch zum Graben. Die Zähne zum Graben? Auch zum Graben. Die graben vorne mit den Pfoten und mit den Zähnen machen sie das ein bisschen locker. Dadurch sind die auch so lang. Dann hat man ja die ganze Erde im Mund. Ja, sie riechen auch so manchmal, wenn sie vom Bau rauskommen, so erdig, von der Erde ganz frisch. Können wir denn auch mal wildlebende Murmeltiere anschauen? Ja, na, da können wir hingehen. Und die zwei können wir mitnehmen? Nein, die dürfen wir nicht mitnehmen. Da gibt es einen Radau, weil die ja nicht zur Familie gehören. Da gibt es dann gleich einen Kampf, Eifersucht und so. Oh, ja. Da wird es richtig Ärger geben? Ja, da gibt es Ärger. Okay, können wir die dann irgendwo absetzen? Ja, die gehen wir wieder in ihre Wohnung. Gut, machen wir das. Ja, gerne. Falscher Weg. Okay. Wir bringen Miri und Moritz ins Gehege. Hier können sie Wurzeln und Kräuter fressen, bis wir wieder zurück sind. Nicht weit von Herberts Alm sehen wir schon die ersten Murmeltiere. Boah! Cool! Das sind ja tatsächlich schon ein paar. Ja, Anna, da sind sie überall. Das ist eine Riesenfamilie. Der ganze Berg ist unterhüllt. Wie muss ich mich denn überhaupt verhalten, dass sie jetzt nicht sich erschrecken? Langsame Bewegungen, ruhig, nicht laut sprechen, auf gar keinen Fall pfeifen. Nicht pfeifen, okay. Gut. Da kommt schon einer her. Hallo. Der hat schon gewusst, dass du heute kommst. Schau dich das an. Was macht er denn jetzt? Er will unbedingt etwas von dir. Und zwar was zum Knabbern. Die Murmeltiere wissen genau, dass Herbert immer was Leckeres dabei hat. Im Sommer haben die Nager nur eins im Sinn. So viel wie möglich zu futtern, um sich einen dicken Winterspeck anzufressen. Den brauchen sie, damit sie den langen Winterschlaf überstehen. Da kommt eins her. Ja. Sind so zutraulich. Er wird ganz frech. Er hat natürlich Hunger. Ah, du lockst ihn ein bisschen an. Das ist natürlich ein guter Trick. Der weiß, dass er irgendwas kriegt. Wahnsinn, der frisst dir jetzt aus der Hand? Ja. Das ist ja cool. Darf ich es auch mal probieren? Ja, freilich, gerne, Anna. Komm her. Erst zögert es ein bisschen, aber dann traut es sich tatsächlich zu mir.
ist ja der absolute Hammer. Der sitzt hier auf meinem Schoß. Ja. Gibt es denn jetzt auch irgendwas, was ich auf keinen Fall mit dem Tier machen dürfte, wo es sich erschrecken würde oder Angst kriegen würde? Ja, du darfst es auf keinen Fall aufheben probieren. Es ist ganz schlecht, weil da fühlt er sich dann bedroht. Und es gibt hier auch keinen Streit, weil jetzt hier beide was zu fressen bekommen, oder? Immer einer und der andere was kriegt. Wenn wir das jetzt wegwerfen und eins, und es sind mehrere da, drei, vier, dann hört man die richtig quietschen. Verjagt Unterordnung, es darf der zuerst fressen, der einfach stärkerer ist. Ja. So, so, jetzt hat er nichts gekriegt, gell? Ah, das heißt jetzt, hey, ja? Jetzt bin ich mal wieder dran. Ja, jetzt wird gestritten. Hoffentlich bist du da nicht gebissen dabei. Und trotzdem beißen sie mich nicht. Sie sind wirklich vorsichtig. Schau mal, kann es sein, dass das ein Baby ist? Ja, das ist ein Baby. Und die nennt der Jäger in der Jägersprache Affen. Das sind die Affen? Das sind die Affen bis einem Jahr. Und das männliche Tier nennt der Jäger der Bär. Und das weibliche die Katze. Das ist ja witzig. Also ja. Sie heißen eigentlich nicht Murmeltier, sondern sie heißen Affe, Bär und Katze. Die Jungen sind gerade mal 6 Wochen alt und erproben schon spielerisch, wer der Stärkere ist. Dieses Murmeltierbaby darf zum ersten Mal den Bau verlassen. Es bleibt in der Nähe seiner Mutter und der anderen Familienmitglieder. Alle passen gut auf die Kleinen auf. Das Murmeltier ist hochinteressant, nimmt auch Waisenkinder auf. Die Familie. Wenn beim Nachbarn in der Familie etwas passiert, dass der Fuchs oder der Adler das Mutter oder den Papa geholt hat, dann nehmen die Waisenkinder auf. Das heißt, man kann sagen, es sind sehr soziale Tiere. Ja, sehr sozial. Sie kümmern sich umeinander und helfen sich gegenseitig bei der Fellpflege. Beim Fressen aber hört die Freundschaft auf. In einer Murmeltierfamilie können bis zu 20 Tiere leben. Die Jungen verlassen erst mit 3 Jahren ihre Eltern. Dann suchen sie einen Partner, um eine eigene Familie zu gründen. Herbert zeigt mir, wo die Murmeltiere aus ihrem Bau rauskommen. Also das hier unter uns, das ist jetzt ein Murmeltierbau. Der hat mehrere Ein- und Ausgänge. Die braucht eine große Familie, damit bei Gefahr alle gleichzeitig verschwinden können. Und was kann ich mir jetzt vorstellen, wie groß ist denn so ein Bau jetzt hier unter uns? Ist das jetzt nur der Teil oder geht es da noch weiter? Ja, das ist total verzweigt. Wenn man jetzt da in den Hang schaut, sie haben da rüber herumgegraben, man sieht da deutliche Löcher im Hang. Die gehen sicher die Bauten noch zurück bis zum oberen Hang. Das ist ein Riesengebiet. So ein Bau ist sehr tief. Es gibt 2 verschiedene Bauten. Also es gibt einen Sommerbau, der nicht so tief ist. Da kühlen sie sich schneller. Und der Winterbau, den pflegen sie mehr, weil da müssen sie ja überwintern. Die schlafen ja monatelang. Der Winterbau liegt tief in der Erde. Er besteht aus mehreren Gängen und Kammern. Die sind unterhalb der Frostgrenze, da, wo der Boden nicht mehr gefroren ist. In den großen Schlafplätzen verbringen die Murmeltiere ihren Winterschlaf. Die kleinen Kammern sind die Toiletten. Kein Murmeltier würde jemals in sein Schlafnest machen. Sie werden schon ab und zu wach, alle paar Wochen, aber nicht richtig, so in Trance. Dann drückt sie die Blase und dann gehen auf ihren Toilettenplatz und entleeren sich wieder. Und dann gehen die wieder zurück, so wackelig, torkeln so dahin so und dann schlafen die wieder zusammen. Ja, das kenne ich auch, wenn ich nachts auf Toilette muss, dann bin ich auch wie so in Trance. Ja, genau so ähnlich man ist das. Man kennt den Weg schon so. Ja, ja. Und dann schnell wieder ins Bett und weiter schlafen. Ja, schön warm zugedeckt und so wird gekuschelt. Plötzlich wird es laut hinter uns. Oh. Ja, hast gehört? Ja, was heißt das jetzt? Ein Baby hat gequietscht beim Herumspielen oder so. Ach so, das war jetzt kein Warnpfiff. Nein, es war kein Warnpfiff. Das ist jetzt ein richtiger Kampf, oder? Nein, das ist kein Kampf. Das ist kein Kampf? Das hört sich aber gefährlich an. Nein, das ist nicht gefährlich. Das ist wie wenn Katzen fauchen. Okay, ich merke schon. Es wird höchste Zeit, dass ich endlich lerne, die kleinen Raufbolde zu verstehen. So, Herbert. Jetzt brauche ich aber endlich meinen Sprachunterricht in der Murmeltiersprache. In der Murmeltiersprache? Ja. Ja, es gibt verschiedene Pfeiftonarten. Ja, laut, leiser. Ganz schrill ist das Schlimmste, dann sind die sowieso weg, verständigen sie. Aber dann nicht nur pfeifen, sie knattern auch ein bisschen so. Aha, kannst du mir das mal vormachen? Kannst du pfeifen? Ja, ich, ja. Ja. Ja, das ist ja schon toll. Ja, was heißt das jetzt? Ja, wir verstehen uns. Ah, das heißt jetzt, wir verstehen uns, ja. Okay. Ja, immer besser verstehen wir uns. Ja, ja.
Und wenn man so, wenn die herumspielen oder so, sie herumdrehen oder herumtollen, wie wir schon gesehen haben, ja, dann knattern immer so Knattergeräusche. Und man hört sie auch niesen. So. Dann kommt richtig Staub aus der Nase. Was heißt das? Dass sie markieren. Sie, das ist mein Revier, ja, heißt das. Oder das ist mein Weibchen. Das ist mein Herbert. Ja, genau. Ja, und wie hört sich so ein richtig schriller Warnpfiff an? Ja, den muss man richtig nachmachen. So. Oh, das ist wirklich schrill, aber ich glaube, das kann ich nicht. Aber da laufen dann alle. Also das heißt dann wirklich größte Gefahr. Ja. Hier muss irgendwo ein Feind in der Nähe sein. Alle in den Bauch. Viel Zeit bleibt den Murmeltieren nicht, in den rettenden Bau zu flüchten. Deshalb sind die Warnrufe auch so schrill, damit sie alle hören. Jetzt geht mir auch ein Licht auf, warum das heute Morgen nicht geklappt hat bei meinen Pfiffen. Da ist ja kein Murmeltier gekommen. Ich habe völligst falsch gepfiffen. Das war eher ein Warnruf, den ich da abgegeben habe. Also das nächste Mal weiß ich's, da kann ich die Murmeltiere anlocken. Das kann übrigens noch jemand sehr gut. Schau mal, da hinten ist so ein Junge. Der scheint die Murmeltiere aber schon besser zu kennen, oder? Die haben irgendwie eine besondere Beziehung. Ja, das ist Matteo. Ach, den kennst du? Ja, den kenne ich schon lange. Der kommt schon viele Jahre hierher. Gehen wir mal hin. Ja, gehst du hin. Ich muss unbedingt heim zu meinen zwei. Okay, dann sehen wir uns später nochmal, oder? Später. Sprich du mit Matteo. Mach ich jetzt. Viel Spaß. Servus. Ciao. Matteo hat die Murmeltiere zum ersten Mal gesehen, als er noch ganz klein war. Seitdem besucht er sie. Die Tiere kennen ihn. Für sie ist er wie ein Familienmitglied. Da Matteo weiß, dass sie im Sommer viel fressen müssen, hat er ihnen natürlich was mitgebracht. Hallo. Hallo. Du heißt Matteo, gell? Ich heiße Anna. Darf ich mich mal zu dir setzen? Ja. Das ist ja cool. Wir sind ja alle bei dir. Hallo. Gib dir auch mal was. Sag mal, du scheinst ja ein richtiger Murmeltierfreund zu sein. Ja. Wie machst du das, dass die jetzt alle zu dir kommen? Man braucht eigentlich viel Geduld. Ah, Geduld ist das Geheimnis. Und dann kommen sie einfach schon von selber. Das heißt, du wartest einfach, bist ganz ruhig und lässt die Tiere auf dich zukommen. Ah, das ist ein guter Trick. Der klappt, weil die Tiere ihm vertrauen. Sogar das Kleine wagt sich kurz heran. Erkennst du denn dann auch Tiere wieder oder sind das jedes Mal neue für dich? Sehr viele. Ich meine, es gibt immer wieder neue, aber die alten erkenne ich schon wieder. Man muss aber schnell sein, gell? Man muss denen immer wieder was Neues füttern, weil die sind total ungeduldig. Ich merke schon. Ja, die sind total gierig. Schau mal, die räumen deine Tasche hier aus. Die räumen meine Tasche aus. Wie Banditen. Ja. Habt ihr das gesehen? Nase an Schnauze. So begrüßen sich nur Murmeltiere. Matteo ist damit ein echtes Familienmitglied. Und weil ich neben ihm sitze, begrüßen sie auch mich auf die Murmeltierart. Tatsächlich. Hättest du denn gern so ein Murmeltier auch als Haustier? Na, ich finde, die können in die Wildnis. Außerdem geht das auch gar nicht, weil es muss kalt sein. Und dass die Murmeltiere sich überhaupt wohlfühlen. Weil die Murmeltiere wären ja eigentlich weiter im Tal gewesen. Und weil es denen ja im Tal zu warm geworden ist, seien sie in die Berge auf. Ach so, das heißt, man kann ihnen zu Hause auch gar nicht das bieten, was sie eigentlich brauchen. In einem verhält sich Matteo nicht wie ein typisches Murmeltierfamilienmitglied. Er teilt seine Karotten. Das war einfach meine Karotte. Ich merke schon. Zu futtern können unsere kleinen Freunde hier nie genug bekommen. Es gibt aber noch zwei andere, die einen Mordshunger haben. Ich gehe jetzt mal zurück zu Herbert. Ciao, Matteo. Ciao, gell? Ich sammle jetzt hier einfach mal wie wild Blüten und Gräser und hoffe, dass Moritz und Mary sich darüber freuen. Was sie dann davon fressen, das weiß ich auch noch nicht. Ah, Löwenzahn, das mögen sie, das weiß ich. Dieser weiße Saft hier, der aus dem Löwenzahnstängel austritt, ist für uns giftig. Wir dürfen das auf keinen Fall essen. Aber die Murmeltiere, die lieben das. Hallo, ihr zwei.
Ich habe hier was mitgebracht. Ich dachte, vielleicht schmeckt es denen. Ja, Anna, probier's einmal. Ja? Murmeltiere und Blumen sehr gern, liegen Gärten in der Wiese, aber die schauen eher nach Dekoration aus und nicht nach Futter. Aber schön sehen sie aus, ja, oder? Schön, schön. Probier mal, sie. Moritz. Er riecht, schau, riecht er schon. Er schau. Riecht? Schnuppert durch, ja, oh, ja, da hat er schon da was. Da hat er was gefunden. Ja. Mehr hat Moritz von meinem Strauß nicht gegessen. Die Bergkräuter, die Herbert gepflückt hat, schmecken ihm viel besser. Bei uns heißt es ja manchmal, was auf den Tisch kommt, muss gegessen werden, gell? Ja, das machen die nicht. Ja, das machen die nicht, nein. Und was machst du jetzt mit deinen Murmeltieren im Winter? Wo kommen die hin? Also sie zeigen mir selbst, wenn es schlechtes Wetter wird Ende Oktober, sie werden immer träger und man sieht sie nicht mehr so viel, sie schlafen. Und dann hole ich von einem Bauern ein eigenes Heu, der hier an die Berge mäht und tut mir das auf die Seite. Von dem kriege ich ganze Säcke voll. Und ich tue das einmal in eine Holzkiste rein und dann polstern die dich selbst aus. Du machst es also wie in der Natur, du legst ihnen was hin, aber das Nest bauen, ja, das müssen Nest, sie sich damit selber. Natürlich, ja. Und wie viel, ganz wichtig. Wie viel Heu brauchen die da ungefähr für ihr Nest? Naja, in der Wildnis sammeln sie den ganzen Sommer trocknen. Also die haben das ausgelegt, je nachdem wie groß die Höhle ist oder der Schlaf, die Schlafkammer. Ja, teilweise bis über 10 Kilo Heu haben die da drin. Das ist viel. In diesem Sack sind 5 Kilo Heu. Und 2 von diesen Säcken mit Heu bringen die dann da rein. Das ist aber ordentlich Arbeit, oder? Aber wie lange brauchen die natürlich dafür? Natürlich nicht einer, die ganze Familie. Ja. Gell? Die haben das schnell. Also sie haben einen ganzen Sommer Zeit. Dieses Murmeltier sammelt Heu und transportiert es dann zur Höhle. Es muss oft laufen, bis die Schlafkammer schön ausgepolstert ist. Und jetzt mein Blog. Da könnt ihr noch mal alles sehen, was ich heute so erlebt habe. Diesen Blog gibt's auch im Internet. In Österreich besuche ich... Hallo Herbert! ...den Mankaiwirt. Mankai werden Murmeltiere in Österreich und Bayern genannt. Moritz und Mary hatten ihre Eltern verloren und wurden deshalb von Herbert aufgezogen. Zu den wildlebenden Murmeltieren dürfen sie nicht mit. Die würden sie verjagen. Im Sommer müssen sich diese Nager eine dicke Speckschicht für den Winter anfressen. Deshalb hat Herbert Karotten für sie. Da die Tiere Herbert kennen, trauen sie sich zu uns. Gell? Jetzt wird gestritten. Wenn es ums Fressen geht, werden sie zu kleinen Raufbolden. Das ist jetzt ein richtiger Kampf, oder? Nein, das ist kein Kampf. Das ist kein Kampf? Das hört sich aber gefährlich an. Nein, das ist nicht gefährlich. Das ist wie wenn Katzen fauchen. Gefahr droht, wenn der Steinadler auftaucht. Dann stoßen die Tiere schrille Warnpfiffe aus und alle rennen, um ins rettende Loch zu verschwinden. Das ist Matteo. Er kennt die Tiere und ist für sie wie ein großer Bruder. Deshalb wird er sogar auf Murmeltierart begrüßt. Habt ihr das gesehen? Nase an Schnauze. Und dann hat dieses Murmeltier sogar mich so begrüßt. Vielen Dank, Herbert. Das war wirklich ein wunderschöner Tag bei dir und deinen Murmeltieren. Aber ich muss zugeben, jetzt bin ich wirklich so müde und ich kann schlafen wie ein Murmeltier. Das sagt man, wenn jemand so tief und fest schläft, dass man ihn mit nichts mehr wecken kann. Eben wie ein Murmeltier im Winterschlaf. Außer es sind mal wieder 4 Wochen vergangen und das Murmeltier muss mal Pipi. Und ehrlich gesagt, ich muss jetzt auch mal gehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt tierisch interessiert. Servus. Sie fürchtet sich nicht, sie geht ganz nah ran. Sie schaut ihnen ins Gesicht. Sie lockt sie mit Tricks, gewinnt ihr Vertrauen. Nur manchmal wird's auch nichts, doch irgendwann klappt es dann, Anna und die